Was jetzt cool wäre, muss ich zugeben, wäre... Ach, davon. Ein Speicherstein. Genau sowas habe ich doch gesucht. Ich würde ganz gern speichern, falls das mit der Insmar-Küste doch ein bisschen schief geht hier. Denn auch das habe ich schon ausprobiert. Also ich habe mich hier in Eibon, in der Eibon-Region, schon mal ein bisschen umgesehen halt, insgesamt. Und, habe das schon mal ausgetestet. Es sollte also eigentlich ganz gut funktionieren. So, und was wir dafür brauchen, ist ein Chocobo. Warum? Werden wir gleich sehen. Das Gute dabei ist, es ist eigentlich wirklich ganz gut, dass ich das schon ausprobiert habe. Dann muss ich hier nicht lange herumirren, um diese Insmar-Küste zu finden. Ich weiß direkt, wo ich hin muss. Und zwar hier drüben, auf dieser Landzunge, wenn ich mich recht entsinne. Wir müssen eigentlich genau darüber, wo wir diesen Felsblock sehen. Sehen wir den von hier auch noch? Ja, genau, dieser Klumpen da drüben, da müssen wir hin. Allerdings gibt es keine direkte Verbindung, leider. Deshalb müssen wir einen kleinen Umweg nehmen. Einen ganz kleinen nur. Oh, 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 was ist denn das hier? Warte, 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 du kommst zu mir. Was bist du denn? Ein Phantom-Chocobo. Na, das klingt doch spannend. Na, sowas. Coole Sache. Gut, der Chocobo war zwar jetzt ziemlich nutzlos verwendet hier von mir, aber wir haben einen... Warte mal, jetzt muss ich mal schauen, was dieser Phantom-Chocobo ist. Ein Chocobo mit einer schwachen Offensive, aber sehr guten Ausweichfertigkeiten. Ich glaube, wir haben ein neues Zuchtobjekt gefunden. Gut, aber wir nehmen jetzt erstmal hier einen von den normalen Chocobos. Wir brauchen momentan einfach keinen anderen. Den lassen wir mal außen vor. So, und jetzt sehen wir hier nämlich dieses seichte Gewässer. Durch das können wir nur durchgehen mit dem Chocobo. Und deswegen brauchen wir hier unbedingt welche, weil wir uns jetzt von Insel zu Insel bewegen müssen. Auf den Inseln gibt es auch nicht viel, zugegebenermaßen. Ja, und auf diesem Wege können wir jetzt die komplette Insmar-Küste langgehen, im Prinzip. Wir können ja dann mal spaßeshalber so einen Wasserpudding herausfordern. Die sind extrem stark, aber das kriegen wir hin. So, und hier ist die eigentliche Insmar-Küste. Los geht's! So, mein Freund. Oh. Na, ah, komm, in dem Moment hat er wieder aufgehört. Okay, sein Angriff scheint nicht so stark zu sein. Ich hab's gerade nicht mit dem Timing, muss ich zugeben. Ah. Das ist aber schon mal ganz gut, dass sein Angriff nicht so stark ist. Jetzt. Geht doch. Okay. Sollte eigentlich ganz gut machbar sein, denke ich. Komm her! Komm her! Okay, das hat nicht funktioniert. Das fand ich jetzt interessant. Ist aber auch egal. Altvordere, verzeiht mir. Ich konnte unser Land nicht beschützen. Eine Türkis-Anima für mich. Sehr schön, sehr schön. So, wir schauen uns mal kurz hier um, aber ich glaube, hier gab es nichts weiter. Oder? Ne, ich glaube, hier war nichts weiter. Vielleicht irgendwo... Eigentlich wäre das doch ein guter Ort, um mal einen... Weiß ich nicht, einen einzelnen Gegenstand zu verstecken. Aber ich sehe nichts. Mehr ist er also auch nicht. Na gut. Der ganze Weg nur, um diesen Typen platt zu machen. Naja, was soll's. Gut, gehen wir mal zurück und bei der Gelegenheit will ich doch mal so einen Wasserpudding hier herausfordern. Probieren wir doch mal den Spaß. Warum ist das eine schlechte Idee? Nun ja. Wir werden es gleich sehen. Ja, er ist Level 99. So, an sich ist das aber machbar. Wir müssen nur aufpassen, dass er uns nicht erwischt dabei. Es wird jetzt kommen, wie es kommen muss. Unsere Gefährten werden sterben. Aber an sich ist das gar nicht so schlimm. So, denn der Pudding an sich, der ist ja nicht so schwer zu besiegen. Man muss eben nur diese Timing-Geschichte einhalten dabei. Ey, hier. Ich bin ein Feind. Ah, Mist.
Ja, sehr schön. So, das wird unser erster Level 9. What? Willst du mich verarschen? Was war denn? Was war das denn gerade? Oh, komm schon! Ich bin ihm doch ausgewichen! Ihr Schweine! Ich mach das jetzt nochmal. Ich will meinen ersten Level 99er haben. Komm schon. Das kriegen wir hin. So. Okay, wenn die anderen automatisch mit dabei sind, werde ich mal auf Cater wechseln. Wenn sie mal anvisieren würde, wäre das cool. Ja. Ah. So, mit Cater wird es noch ein Stück einfacher, glaube ich, das hier zu erledigen, weil Cater einfach wahnsinnig schnell ist. Sehr gut. Ja. Läuft doch, läuft doch. Hier. Und ein letzter Schuss noch. Das war's. Unser erster Level 99er. Und wir haben eine Perlmutt-Anima erhalten. Und einen Kristallsplitter. Das klingt doch eigentlich gar nicht mal so übel von der Ausbeute her. Gut, wir haben jetzt natürlich einige Tote zu beklagen. Aber was willst du machen? Man kann halt nicht alles haben, ne? So, schwingen wir uns mal auf den Chocobo. Auch wenn er uns jetzt geschwindigkeitstechnisch gar nicht so einen Riesenvorteil bringt gegenüber Cater. Die ist ja einfach extrem schnell unterwegs. Aber wir müssen wieder, weil wir wieder durch leichtes Gewässer gehen. Und ich will mich noch nicht repatriieren lassen, denn wir müssen ja noch das Quest wieder abgeben gehen. Na komm. So, also schnell zurück in die Albon-Region. Und zurück nach Togua. Oh, halt hier. Du bist mein. Halt! Wirst du wohl nicht so störrig sein. Gut, ein kleines Männlein für uns. Und dann ganz fix nach drüben, nach Togua. Und dann können wir die ganze Chose auch abschließen. Denn es gibt einige Gespräche in der Akademie zu führen. Das ist dann unser nächstes Ziel jetzt. So, ich werde aber mal ganz kurz hier meine Gruppe wieder ein bisschen ordnen. Seven. So. Wo ist denn der Kollege? Hier drüben. Ich habe gehört, dass die Klasse 0 zu... Achso, du bist der Falsche. Warte mal. Mist, jetzt habe ich es gerade weggedrückt, auszusehen. Nochmal kurz. Was? Ich habe gehört, dass die Klasse 0 zwar den konkordischen Soldaten von der Insma-Küste vertrieben hat, es dort jetzt aber vor Adamantamais bündeln soll. Ach du Schande. Wollt ihr euch um die nicht auch kümmern? Dafür solltet ihr gut vorbereitet sein. Ich weiß aber nicht, ob meine Waren euch da was nützen werden. Nein, tun sie nicht! Denn du hast immer noch bloß den Kram. Okay, ich war jetzt für einen kurzen Moment verwirrt, weil ich ernsthaft dachte, dass der irgendwie mit meinem Quest zu tun hat. Vielen Dank. Nun bin ich der Erfüllung meines Traumes einen Schritt näher. Ein Diamantschild erhalten, das will ich mir doch mal anschauen. Quatsch, eins, zwei, Tieren. Accessoires. Einsehen. Hier, Diamantschild. Na, Patronen und Impulsschutz plus 40%. Klingt eigentlich gar nicht so übel, muss ich sagen. Ich weiß bloß nicht, wen ich das anlegen soll. Naja, werde ich mal abseits der Aufnahme mit eruieren, wem ich das dann verpasse. Ich würde aber sagen, jetzt repatriieren wir erstmal. Denn das war soweit eigentlich alles, was ich jetzt außerhalb der Akademie machen wollte, bevor wir jetzt hier weitermachen. Gut, wir haben noch 2 Tage, 8 Stunden. Das sollte eigentlich genügen, würde ich sagen. Und wir haben auch gleich hier... Feldeinsatz gibt's nichts mehr, glaube ich. Oder? Nur mal kurz gucken. Ne, sind alle abgearbeitet. Okay. So. Und wir haben auch gleich hier das erste Gespräch. Und zwar mit Lady Setsuna. Oh. Hm? A cadet. Yes. Yes. From class zero. A query.
Do you, as a cadet in service of the crystal, hold great pride in your duty? Yes. Great, great pride. I see. Alas, the feeling neither be false nor true. There is something more dear to you than the crystal. Huh? Child, if you do not wish to lose what you hold dear to oblivion, leave Rubroom at once. Whether you choose to leave your mark is up to you. Nay, this may be of no relevance to mortals. I wonder what that means. Eieiei. Mensch. Das ist ziemlich tiefgründig für die Zukunft von Rem. Also wir wissen ja eigentlich, was ihr mehr bedeutet als der Kristall, nämlich Machina. Und daraus können wir schließen, dass da wohl keine Versöhnung mehr auftreten wird zwischen Machina und Rubroom, beziehungsweise wahrscheinlich auch zwischen Machina und der Klasse 0. Klingt für mich zumindest so. Und ich könnte mir vorstellen, dass Rem der Empfehlung von Lady Setsuna auch folgen wird und dann dementsprechend auch sich lossagen wird. Könnte ich mir durchaus vorstellen. Was gibt's denn bei dir hier eigentlich? Hm? What is it? Ich werde Fräulein Emina sagen, was ich für sie empfinde. Oh. Ich könnte schließlich jeden Tag sterben. Ich möchte nicht schwer verwundet auf dem Schlachtfeld liegen und bereuen, ihr nie meine Liebe gestanden zu haben. Aber ich könnte ein wenig Hilfe dabei gebrauchen. Ich wollte ihr einen Ring anfertigen, doch ich kann einfach keinen Stein finden, der es wert wäre, Fräulein Eminas zarte Hand zu zieren. Tutö! Ist mir peinlich, dich um sowas bitten zu müssen, aber kannst du nicht irgendwo einen Diamanten für mich auftreiben? Alter, ich will doch nicht meine Diamanten an dich verschwenden, ganz ehrlich. Rohdiamanten gibt es in der Tropfsteinhöhle von Bethnell. Bring mir einen, der es wert ist, Fräulein Eminas zarte Hand zu zieren. Okay, nein! Wir können nur mal höchstens kurz schauen, habe ich denn zufälligerweise einen einstecken? Das ist durchaus möglich. Ich war schon mal in der Bethnell-Höhle, glaube ich. War das die, wo ich drin war? Ach, keine Ahnung. Nee, sieht nicht so aus. Nee, das ist bloß aller möglicher anderer Kram. Aber nicht das. Aber ich sehe schon wieder, ich habe schon wieder zwei Lassie-Steine, die ich mal irgendwann abgeben gehen muss. Nein, nichts. Okay, dann würde ich sagen, reden wir doch mal mit der Dame hier drüben. Insofern das eine Dame ist, keine Ahnung. Was glaubst du, hat dieses Sid Austin vor? Willst du wissen, was ich denke? Na klar, doch. Ich weiß, dass Marshall Austin plant, ganz Orients einzunehmen. Aber was er da treibt, ist doch verrückt. Es gibt Gerüchte, dass die Kraft des weißen Kristalls schwindet. Aber trotzdem treibt er es zu weit. Er kann ja versuchen, sich alle Länder zu unterwerfen. Aber früher oder später wird es Aufstände geben. Wenn seine oberste Priorität wirklich die Lösung der Energiekrise Melites wäre, wäre der schwarze Kristall doch mehr als genug, oder? Aber es scheint eher so, als wolle er alle Kristalle in seine Gewalt bringen. Das hast du sehr gut erkannt, mein Freund. Genau so sieht's aus. Ich muss unbedingt mit Asato und Hirohata sprechen. Willst du wissen, worüber? Jeder Kadett mit ein wenig Grips sieht doch, dass der nächste Einsatz Selbstmord ist. Es werden wahrscheinlich nicht einmal die Hälfte aller Kadetten da lebend rauskommen. Und deshalb will ich die Chance nutzen, ein paar Dinge zu sagen, solange ich die Zeit dazu habe. Dass ich zwar nicht gut im Team arbeite und auch nicht so wirklich so richtig in meine Klasse gepasst habe, aber dank der anderen Kadetten eine schöne Zeit hatte. Na dann? Seid ihr zufälligerweise die beiden? Ja, sind sie. Jano soll aufhören, so einen Blödsinn zu reden. Wir alle werden das hier überleben und zurückkommen. Wen soll ich denn sonst ärgern, wenn sie nicht da ist? Sind die mit dem blauen Letzten nicht die von Klasse 2, die sowieso ständig sterben und alle ausgetauscht werden, immer wieder? Jano redet, als wäre das das Ende. Das passt gar nicht zu ihr. Vielleicht hat sie einfach bloß den Ernst der Lage erkannt. Ich wäre mir da auch nicht so sicher, ob ich da lebend wieder rauskomme.
Ich meine, diesmal steht Rubrum wirklich mit dem Rücken zur Wand. Und die wollen das ja zu einer richtigen Entscheidungsschlacht inszenieren hier. Hochstilisieren. Wer bist du denn? Aria wurde in Melites erschossen, richtig? Aber ich kann mich noch an sie erinnern, also muss sie überlebt haben. Das ist richtig. Genaueres erfahren? Natürlich. Ich habe gehört, dass Aria in Melites erschossen wurde und ihr sie deshalb nicht mit zurückbringen konntet. Aber dass ich mich noch an sie erinnern kann, bedeutet doch, dass sie dem Tod irgendwie entkommen ist, oder? Es ist beängstigend, daran zu denken, Melites könnte über solch überlegene medizinische Technologie verfügen. Aber wenn Aria dadurch gerettet werden konnte, bin ich dankbar. Allerdings hoffe ich, dass sie nicht in eine Situation geraten ist, in der sie sich wünscht, lieber tot zu sein. Das Video in Kator Bashtas Obhut wurde den Annalen des Feuervogels hinzugefügt. Das wollen wir uns dann gleich mal anschauen. Das finde ich ja auch interessant, dass sie hier Videos so verteilen. In Kator Bashtas Obhut. Okay, alles klar. Epische Musik zum neuen Tage. Ach Gott, die Verrückte wieder. What are you doing? Die Mutsuki. Ich hasse es, meine Kennungsmarke abzugeben. Ist doch so, als ob man mit dem Tod rechnen würde, oder? Eigentlich hat jeder in Rubrum seine Kennungsmarke immer bei sich zu tragen. Aber wir Kadetten geben sie vor einem Kampf in der Akademie ab. Damit sie die Kennungsmarken später nicht vom Schlachtfeld sammeln müssen. Wir Kadetten sind ein wichtiger Teil von Rubrums Militärmacht. Und mit den Kennungsmarken kriegen sie schnell den Überblick, wie viele von uns gefallen sind. Aber sie sind doch der Beweis, dass wir gelebt haben. Ich hasse es, dass wir sie nur abgeben, um den Leuten hier Arbeit zu ersparen. Ich will doch nicht übers Sterben nachdenken, bevor ich mich in einen Kampf stürze, sondern über unseren Sieg. Ich jag unsere Feinde in die Luft. Na klar. Wahrscheinlich wird es auch so sein. Ich denke mal, die werden wir wahrscheinlich noch länger mit dabei haben. Denn ich habe irgendwie so das Gefühl, dass die ganzen Leute, mit denen wir reden, dass die so ein bisschen die Unterstützung für Klasse 0 später mal sein könnten. Loyale Leute, die uns dann einfach helfen in irgendwelchen Notlagen. Könnte ich mir zumindest vorstellen. So, ich würde sagen, wir schauen erstmal uns hier drüben kurz das Video an. Das interessiert mich jetzt doch gerade ein bisschen. Schauen wir nochmal in die Annalen rein. So, Chronik. Gut, gehen wir mal ganz nach unten. Das wird ja wahrscheinlich ziemlich weit hinten sein. Sind wir hier am Ende? Ja. Und Katsusa betäubt. Okay, ich glaube, ich bin ein bisschen zu weit. Ein Akt der Verzweiflung. Wie ist das? In Kator Bashtas Obhut. Da ist es doch. Schauen wir mal rein. Begging your pardon. The Imperial Marshal requires your immediate attendance at an emergency war council. Understood. I'm on my way. Oh, also, that Rubrum military escort came too, so I will need you to authorize the documents to have her transferred to the military prison. Military prison? Yes, sir. Our prisoner of war camps are currently closed, so she'll have to be sent to the regular prison. I'm not sure how the inmates will react to a girl from Rubrum, but... Then, assign her to my custody. Huh? But sir! That's all. Dismissed. Yes, sir! Okay. Mit Kator Bashta weiß ich auch nicht so richtig, wie wir den einschätzen sollen. Also er ist ja ein wichtiger Mann im Militärapparat von Melites. Aber ich glaube, er ist auch wirklich ein ehrenhafter Kämpfer. Also ich könnte mir vorstellen, dass er sich vielleicht irgendwann mal gegen Sid Austin stellt, weil Sid irgendeine Scheiße baut. Irgendwas macht, was ehrlos ist. Was genau, weiß ich auch nicht, aber könnte ich mir zumindest ziemlich gut vorstellen. Hallo! Hallo! Ich weiß, dass es hart für Makina war, aber wir hatten es alle nicht leicht. Die Sache mit seinem Bruder tut mir natürlich leid, doch daran kann man jetzt auch nichts mehr ändern. Ja. Das wird ihm bestimmt drüber hinweghelfen. Gut, aber hier gibt's ansonsten... Okay, hier gibt's noch eine Mission. Hey, du da, klasse Timing. Ich habe eine Bitte, aber die muss unter uns bleiben. Nimm 3 imperiale Soldaten. Nein, das werde ich nicht tun. Bla bla.